Und moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War. Ja, ihr habt es in der letzten Folge, habt das gesehen, die ging ja extrem lange, musste aber sein, denn die Folge war gepaart von einer epischen Sequenz nach der anderen, natürlich mit dem absoluten Highlight, mit dem Baldurs Bossfight dann zum Schluss und Freyas Versprechen, uns auf Ewigkeit zu verdammen und nur das Schlechteste hat es uns gewünscht. Aber wie gesagt, man kann es ja auch ein bisschen verstehen, es war ja ihr Sohn, ne? Bin gespannt, wie das in Ragnarök dann eben da zu Ende geht mit Freya, ob wir sie da auch töten müssen oder ob wir uns irgendwie doch noch versöhnen und keine Ahnung, uns zusammentun. Man weiß es nicht. Würde mich über einen Daumen hoch, kostenloses Abo, die Glocke aktivieren, würde ich mich mega freuen. Wir haben die 100 Abonnenten, ey, haben wir geknackt. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich so gefreut, als ich es gesehen habe. Ey, ihr seid echt genial. Vielen, vielen, vielen Dank, wie gesagt, dass es euch da draußen gibt, für den genialen Support, für die Kommentare unter den Videos. Absolut genial. Ich würde sagen, wir reisen jetzt zu Tyrs Kammer. Das ist die nächste Aufgabe. Da sehen wir uns jetzt wieder und dann geht's ab mit dem Video. Let's go. Ab geht die Post nach Jötunheim. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Ja, Atreus müsste auf jeden Fall blind sein jetzt. Wir sind fast da. Und? Worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Ja, geil gemacht mit diesem Tor, ja. Ganz, ganz anders, als wie man es kennt, wenn man eben nach Niflheim, Muspelheim, wie auch immer, einem erreist. Auf ein Wort, bevor ganz anders mit dieser Riesentreppe, ja. Okay, auf ein Wort. Dann hau mal raus, lieber Mimir. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Ehrenwert von stimmt. Dir. Aber wenn dich jemand... bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit. Bereit, wenn du es bist. Ab geht die Post. Die Treppe rauf nach Jötunheim. Wir haben es geschafft, liebe Freunde und Freundinnen da draußen. Jötunheims höchsten Gipfel finden. Oh geil, die Tür so einfach mitten im Nichts. Ne? Wahnsinn. Vielleicht kann man ja auch irgendwie nach Jötunheim reisen in... God of War Ragnarök. Wie gesagt, würde mich da über ein paar Flashbacks mit Kratos der Frau, würde ich mich freuen, wenn man das irgendwie spielerisch erleben kann. Nicht nur in der Cutscene, sondern wirklich spielerisch einfach selbst erleben. In Jötunheim ein paar Flashbacks. Das wäre es doch, oder? Ab 9.11. ist nicht mehr, ist echt nicht mehr so lange hin, ne? Noch 3 Wochen sind's. Wir haben jetzt heute, was haben wir denn heute? Wir haben heute den 18.10., ne? Den 18.10. ist tatsächlich nicht mehr so lange. Crazy, Mann. Geil. Ich freue mich. Ich will nicht, dass es endet. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, können wir noch ein paar Valkyrien machen. Lasst mich gerne wissen in Form eines Kommentars oder einer positiven Bewertung mit einem Daumen. Dann gehen wir die Valkyrien noch an, ne? Denn die werden auch nochmal eine crazy, krasse Herausforderung werden. Widescreen. Was ist denn los, ey? Muss ich irgendwas tun? Achso, ich kann mich noch bewegen. Oder ist das Spiel kaputt? Bist du kaputt, Spiel? Nee, du bist nicht kaputt. Ich hab mich verlaufen. Irgendwas passiert. Was nicht passieren soll. Ich sehe gerade das Silhouette ab und zu unten links. Okay. Jetzt schon, das Spiel ist kaputt. Wir sind wieder da. Schau, die Finger des Riesen. Vor uns ist der höchste Gipfel. Da vorne. Das ist der höchste Gipfel. Ja, crazy, ja. Geschafft. Haben wir. Was du, Kratos? Lass die Waffe an.
Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Voll der riesige Moment für Kratos und Atreus. Einfach so, können wir jetzt gehen? Oh, geil von Kratos. Ja, dass er jetzt Atreus am Ende dann doch noch die letzten Meter seine Mutter tragen lässt. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Mein Körper ist wieder übersät mit Gänsehaut. Ist schon schön. Wie gesagt, die Charakterentwicklung von Atreus und Kratos zusammen als Vater und Sohn über den Spielverlauf. Boah. Echt geil gemacht. Wie gesagt, bin gespannt. Kann es kaum noch erwarten, wie das alles in God of War Ragnarök eben weitergeht und vielleicht auch zu Ende geht mit beiden oder Hallo? So. Es ist jemand hier? So verrückt, Mann. Die Halle der Riesen. Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Wozu all diese Gesichter? Und wenn das alle Riesen sind, die Midgard Leben verlassen haben? Nicht besonders viele. Na? Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Ich glaube, jetzt wird auch den beiden bewusst, dass die Mutter eine Riesin war. Ne? Ich glaube, selbst Kratos wusste es nicht. Ne? Das sieht so wahnsinnig cool aus. Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? Das sieht auch aus wie so ein Weltentor da vorne, ne? Komm, hier eine Bank zum Entspannen noch. Wer ist der Wächter? Eine riesige Wand mit unendlich vielen Inschriften drin. Er kann es nicht wirklich lesen, ne? Kann es nicht wirklich lesen. Diese Tür, ich sag's euch, die wird in Ragnarök eine Rolle spielen. Wir werden da durchkommen. Wir werden da durchkommen und irgendwo anders hingehen. Hundertprozentig. Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Ja, all das werden wir herausfinden. Und zwei neue stellen sich. Ist das nicht die Wand der Vorhersage oder so? Doch, ne? Warte! Walter! Hier passiert was! Deine Axt. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Ja. Sachen, die selbst Kratos nicht wusste. Wie gesagt, ich will's erfahren alles in Ragnarök. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg. Der Steinmetz. Diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Mal
Also selbst die Verbrennung auf dem Holzscheiter, boah. Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Ja. Jetzt kommt das Schlimmste überhaupt für ihn. Ja, so Kratos-Fan. Und da, finde ich, sieht man auch irgendwie, dass Kratos, also da, ne, auf der Wand gerade eben hat man es ja gesehen, ne? Seine roten Tattoos, hier, da mit der Axt jetzt rechts, sieht man, ne? Da sind die Tattoos mit am Start, aber hier in dem Fetzen, was wir gerade gesehen haben, liegt Kratos ohne alles irgendwie, ohne Bemalung, ohne Tätowierung, ob er irgendwie davon befreit wird, aber man sieht eben auch sein Ende, ne? Dass Atreus ihn in den Händen hält, in den Armen hält und Kratos eben tot in seinen Armen liegt, das ist absolut verrückt, ich werde so heulen. Wenn dies wirklich passieren wird im Ende von Ragnarök, es könnte ja schon sein, dass es tatsächlich wirklich am Ende von Ragnarök passiert. Oder dann eben, wie das Internet ja auch schon sagt, vielleicht noch mit Ägypten, ne? Und Atreus und Kratos. Das wäre natürlich auch noch ziemlich geil, hier durch Ägypten mit den beiden zu fetzen, bevor man dann als Hauptcharakter, gehe ich einfach mal stark von aus, dann Kratos eben auch spielen wird. Was ist eure Meinung dazu? Denkt ihr, man wird irgendwann Atreus als Hauptcharakter spielen? Dass das der neue God of War quasi ist oder ob dann nach Ägypten, falls es dann wirklich Ägypten sein soll, wirklich Ende ist mit generell God of War, wenn Kratos eben auch sein das Zeitliche segnet, ne? Und die Frage, die man ja dann auch noch hat, guck mal, ne? Kratos Ende ist hier hinter diesem Fetzen und Atreus Reise geht dort alleine weiter mit irgendeinem Art Begleiter, ne? Oder Begleitern. Ja. Wo wird er da hingehen? Wo wird es da dann weitergehen? Das ist halt die große Frage, ne? Wie gesagt, es wird echt traurig werden. Ich hoffe nicht, dass es, wie gesagt, in Ragnarök schon passiert, sondern dass wir noch einen weiteren Teil sehen werden. Und dass es dann eben soweit ist, ne? Absolut, absolut verrückt. Wie gesagt, dieses Ende von diesem Spiel hier ist mit diesen Anteasern und dieser Wand ist so crazy, ey. Es ist so crazy. Ja, die Mutter oder deine Mutter, Atreus, sie war eine Riesin. Und hatte selbst Geheimnisse vor Kratos. Ach Mann, Wahnsinn. Wir erklimmen den höchsten Berg Jötunheims, um das Versprechen für die Mutter zu erfüllen. Es war eine lange, geile Reise. Und ich freue mich so sehr, wie gesagt, auf den 9.11., dass es endlich weitergeht. Und ich bereue keine einzige Sekunde, mit euch dieses Spiel nochmal gezockt zu haben. Wie gesagt, ist für alle Konsolenbesitzer, aber auch für die PC-Leute jetzt, ne, ist ja auch für den PC erhältlich. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil und guckt euch das bitte an, diese Ausblick hier. Die ganzen toten Riesen. Und jetzt genießen wir das Ende. Wir tun es gemeinsam. So.
Wow. Wow. Und so. Wohl, Faye. Und so ist Faye wieder vereint mit ihrem Volk. Die Riesen sind wirklich alle weg. Nicht alle. Hier gibt's nichts für uns. Wir werden sehen, am 9.11. nicht alle sind weg. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki? Loki, Gott des Schabernacks, oder wie war das? Loki. Bruder von Thor, ne? Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Ja, das würde ich gerne geklärt haben. Warum? Was für Geheimnisse und geheime Machenschaften werden sich da noch offenbaren, ne? Das ist, noch nicht alle Geheimnisse sind aufgedeckt von der lieben Faye. Der letzte Wunsch ist erfüllt und wir erhalten 21.620 Erfahrungspunkte. Es ergibt wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Das ist so geil gemacht, jetzt auch mit dem Abspann, der hier läuft, ne? Boah. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein, er war ein Soldat, ein Spartaner. Ein großer Krieger? Oh ja. Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Tatsächlich, das war die erste richtig geile, spannende Geschichte, die der liebe Kratos hier jetzt rausgehauen hat für seinen Sohn, ne? Crazy, Wahnsinn. Okay, ich denke, man muss wieder gehen, ne? Ja, ist wieder dieser Glitch hier. Ja gut, ey, wie gesagt, ich hoffe, wir kommen irgendwie nach Jötunheim in God of War Ragnarök und sehen mehr als nur diese Treppe und die Höhle. Ich verstehe, wenn du nach Hause willst, aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Valkyrien, die wir befreien können. Ach, guck an, oder ey. Anders, der Hilfe braucht. Ach, Mann, Atreus, jetzt hast du es gesagt, ey, jetzt hast du es gesagt. Anderen zu helfen. Das hat mich getriggert. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Vielleicht nennt er ihn auch mit seinem richtigen Namen dann von der Mutter jetzt im God of War Ragnarök die ganze Zeit Loki, ne? Könnte auch sein, ja. Oh, da. So, Mimir. Ja, komm zurück. Ach, die Zwerge sind einfach abgehauen. Was soll der Quatsch? Ich hab die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn, Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Irgendwo
woanders hin mit Atreus erkunden. Weiter erkunden, erledigen sie Zwergengefallen, befreien sie Drachen, reisen sie nach Muspelheim, Niflheim, finden sie im Laden neue Gegenstände, um mächtige Ausrüstung zu erhalten und alle legendären restlichen Walküren zu besiegen. Das steht uns jetzt quasi noch offen. Walküren enthüllt. Die Aufenthaltsorte aller verdorbenen Walküren sind nun auf der Karte zu sehen. Das ist ja ein Ding. Das ist. Bist du eine Walküre? Kampf, Weltenriss, übergehen. Okay, jetzt ist quasi alles offenbart, ne? Ja, passt auf. Passt auf. Neues Spiel Plus Option haben wir bekommen. Brauchen wir aber nicht. Oder sollen wir noch ein neues, Plus, neues Game Plus starten? Ich würde sagen, wir reisen jetzt zusammen nach Alfheim. Denn dort gab es ja auch eine einsame Walküre im Berge. Die gehen wir uns holen, machen die im nächsten Video. Würde mich über einen Daumen hoch, kostenloses Abo und auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Würde ich mich mega freuen, damit du da draußen kein weiteres Video jetzt hier zu God of War noch mit den Walküren verpasst. Ich denke mal, wir machen noch so 1, 2, 3, vielleicht auch alle. Schauen wir einfach mal, ne, wie ihr Lust habt, Laune habt. Und dann sehen wir uns in God of War Ragnarök am 9.11. wieder. Ne? Ich versuche direkt hier zu Release 1, 2 Videos rauszuhauen, rauszuballern und das Game dann eben mit euch in allen Zügen zu genießen. Da werden wir auch die Nebenquests machen und ja, Dankeschön für den absolut coolen Support hier mit dem God of War Projekt. Wir sehen uns in Ragnarök oder eben zu den Valkyrien, wie ihr Lust habt. Ansonsten, wie gesagt, wir haben ja auch noch ein paar Formel 1 Rennen, die wir jetzt noch bestreiten können müssen, damit wir da auch Weltmeister werden. Würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht auch sehen. Ne? Bis dahin, geilen Tag noch, danke für den Support. Ciao mit V.